Nochmal zum Thema Frauen. Ich bin ganz Ohr. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Also, ein... Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Das heißt... Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als ihr. Ja, komm. Wir müssen uns beeilen, bevor ich das wieder vergesse. Das bedeutet sphärisch... Die Schraubmuffe an den sphärischen und die Klemmmuffe an den konischen, nicht an den kubischen. Boah, das ist... Was mache ich denn? Ja, nee, doch, hier ist richtig, ne? Also, die Schraubmuffe an den sphärischen. Aber die Klemmmuffe geht nicht an den kubischen, deswegen kommt die an den konischen und hier kommt das hin. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Tipp. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Nochmal zum Thema Frauen. Ich bin ganz Ohr. Wie war gleich der zweite Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Wie war gleich der zweite Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus also gehört der jetzt dahin. Wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Also mauvischer Flansch würde ich jetzt erstmal sagen an den kubischen. Ich musste machen. Der sagt ja, er gehört daran, aber ich weiß nicht, ob wir einen avialen Stromumkehrer mit mauvischem Flansch brauchen. Wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal den mauvischen an den kubischen. Nächster Tipp. Hallo. Hm? Oh. Nochmal. Ich bin. Wie war noch gleich dein dritter Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Hä? Verstehe ich nicht. Was ist denn, welcher sind dorsal und welcher ist binausal? Wie war noch... Hast du mir... Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Wie war doch gleich dein vierter Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Okay. Das ist ach, easy. Vergiss... Ah, na. Ich muss... Mach es gut. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. B ist 2. Ich weiß, aber was... Welcher ist hier dorsal und welcher ist binausal, ist die Frage, ne? Aber was hat der jetzt gesagt? 4 Speichen, Schrauben, ne? Die Schraubmuffe war das hier. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Klemmmuffe. Ob ich noch einen. Klemmmuffe war das hier. Nicht schlecht, du bist den dritten. Damit bleibt ja nur noch das. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hin. Aber ich weiß trotzdem nicht, was die mit dorsal und binausal meinen. Ist 2, das weiß ich, klar. Auf jeden Fall haben wir das. Ach, guck mal, jetzt heißt es dorsal und binausal. Okay. Und der dorsale hat mehr als der binausale. Ja, 3, 2. Okay, alles klar. Aber das hatten wir ja gerade schon durch die Muffen, ne? Okay, hätten wir das schon mal. Oh, sorry. Ich drücke immer auf ESC, um aus dem Inventar rauszugehen. Da fehlt ein Stümpel. Ein Stümpel. Und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Da fehlt sicher ein avialer Stromumkehrer. Und es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Dann fahren wir jetzt mal los. Dann wollen wir mal. Ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Und ab geht's! Yippie-yay! Ein Hebel! Ein Hebel? Hat er einen Hebel gefunden? Oh, was für eine Fahrt!
wo ich wohl gelandet bin. Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Wahrscheinlich. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Oder das. Kann ich nicht mal eben ins Inventar gucken? Absteigen. Hat der jetzt gerade, der hätte irgendwas von einem Hurra in Hebel gesagt. Gehen wir mal dahin. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Ist das so? Oh, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Hast du gut erkannt. Ha, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hm, ich mir auch nicht. Also da kommen wir nicht ohne das Gefährt hin. Aber der hat was von dem Hebel erzählt. Wir brauchen einen Hebel. Vielleicht fahren wir aber auch erstmal weiter und gucken, was links ist. Das hier? Wir fahren erstmal weiter. Okay, erstmal absteigen. Wie kommen wir hier oben hin? Okay, vielleicht sollten wir mal einen anderen einbauen. Hm, wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Also kann ich das jetzt nicht mehr da rausholen? Naja, sieht nicht so aus, ne? Was war das jetzt? Also... mal in Betrieb nehmen. Weichenhebel finden. Ja, wie kommen wir da hin? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal den Hebel. Ich drehe das Ding schon mal um, weil wir müssen gleich mit Sicherheit irgendwie nach links oder so. Okay, dann steig jetzt mal ab. Was ist das denn für ein Tipp hier? Hebel. Ja, da gibt's einen Tipp, okay. Wie kommen wir mit den Sachen, die wir hier haben, an... Ohne Stromkreis gibt es ja auch nichts umzukehren. Da ist was dran. Ohne Stromkreis... Aber kommen wir... Können wir denn die Lampe anbekommen, damit wir da durchkommen? Mutziger Spiegel. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Rote Lampen, die Spaßbremsen unter den Leuchtmitteln. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Was sagte Doc noch? Ach ja, der Gute. Die Frage ist, wie kommen wir hier durch? Wir brauchen Licht, aber wie machen wir die Lampe an? Es liegt an der Dunkelheit. Sie verzerrt die... Bei Licht hat mein Sonar immer 1A funktioniert. Das glaube ich dir sogar. Was ist mit dem Schnaps? Hallo! Was? Mal sehen, was er noch so zu sagen hat. Ich glaube nicht. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Leute, habt ihr eine Idee? Ohne Stromkreis?
Mal das gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Nichts. Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Schade. Du sagst es. Bis zum Horizont des Geh nochmal zurück zum Bike. Ja. Wir brauchen ja die... Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ja. Wir brauchen ja den Hebel auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie wir hier oben hinkommen. Und da rechts kommen wir hin, wenn es hell ist. Das mit der Lampe wird zu viel Sinn machen, glaube ich. Also hier steht ja als nächstes Weichenhebel. Komm, ich mach mal hier. Weichenhebel an der Außenkurve finde. Finde einen Weg dorthin. Ja, das ist mir klar. Den Tunnel beleuchten, das ist mir ja auch klar. Aber wie? Ah. Also diese Tipps, ne, die sind ja echt, die sind echt hilfreich. Vielleicht nochmal zum Kran? Aber was soll uns das bringen? Wartungskasten, Kranhebel. Können wir den? Den können wir nicht abnehmen, ne? Ah, guck mal, wenn ich Doppelklick darauf mache, dann erscheint er sofort da. Nice. Immer noch nichts. Immer noch nichts, ja, weil die Sicherung fehlt, ist schon klar. Man soll, wenn man... Hin. Genau die richtige... Jemand einen Tipp für mich, der es vielleicht weiß? Nur so einen kleinen Tipp, um mich in die richtige Richtung zu schubsen, so ganz leicht. Wie kriege ich die... Kriege ich das hier beleuchtet? Ich meine, klar, am Ende brauche ich den Schlüssel, um die Wartungsklappe zu öffnen. Da wird wahrscheinlich die Sicherung drin sein, die ich für den Kran brauche. Hey, hochprozentiger Alkohol und eine Glühbirne. Ich könnte explodierende Weihnachtskugeln bauen. Nice. Fehlt nur noch der Baum und ein Streichholz. Ach, guck mal. Scherben bringen Glück, aber ich brauche... Vielleicht können wir mit dem Alkohol den Spiegel reinigen. Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Doch, eigentlich schon. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. In den Tank? Und was wird das? Naja, meine Sachen... Du willst Alkohol... Also lass... Geh nochmal zum Viadukt. Ja, Viadukt sind wir ja. Das ist hier jetzt das Viadukt. Das ist doch Schrotthändler Schnack. Das wird auch und nichts, was wird, ne? Also. Der Schlüssel. Einfach hochspringen, Rufus. Ach, zu hoch. So ein Pech. Guck mal, da oben ist so ein Lampendeckel. Ja, da war die Signallampe drin, ne? Meinst du, da können wir einfach die... Meinst du, da können wir einfach die Glühbirne reinmachen, oder was? Und das erhält jetzt... Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Und das
Zusammen damit. Und das soll jetzt den ganzen Tunnel erhellen? Nicht? Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Den Sicherungskasten? Er meint den Wartungskasten, ne? Ran damit. Passt nicht. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich über... Okay, wie... kriege ich die Lampe dann an? Hier gibt's... Naja, einfach, hier steht einfach nur... Dings... Leuchten... Den Sicherungskasten. Komm ich das da ran? Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Aber wie da... Für den brauche ich doch bestimmt den Schlüssel da oben. Der Kasten ist zu alt für die naive Töpfe. Kann ich hier mit was machen? Der Kasten ist zu naiv. Was könnte mich naive... Nicht solange ich noch zwei eigene gesonderte... Nicht so lange. Ja. Ich weiß nicht. Mein Kleid. Ja. Mit dem Bein nach dem Schlüssel. Können wir mal versuchen. Nee, das zu funktioniert hoch, nicht. Aber egal. Vermute, wir müssen. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Vermute, wir müssen hier das Signal hier runterkriegen oder so. Ja, schade. War eine gute Idee. Ich vermute, wir werden wirklich zuerst den Hebel finden müssen und dafür erst den Tunnel hier beleuchten müssen, aber wie kriegen wir die meinst du, die Glühbirne wird den ganzen Tunnel beleuchten und dann wie kriegen wir den an? Marvin, noch ein Tipp? Die Signallampe. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. So nice. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Okay. Knopf. Signallampe. Komme ich nicht hin. Nee, das ist echt so schwierig, weil du so alles kreuz und quer gemacht hast, das im Lösungsbuch jetzt geordnet zu bekommen. Okay. Kreuz und quer gemacht, ja. Ist das so? Naja, ich hab... Das Einzige, gibt es irgendwo einen grünen Schalter? Nee, hier gibt es nur den roten Hebel. Das Einzige, was ich hier bisher gemacht habe, ist, die Stromumkehrer. Mehr habe ich bisher nicht gemacht. Aber hier ist kein grüner Schalter. Hier ist der Schalter auch rot. Der Hebel hier ist auch rot. Hier ist was Grünes, aber das ist kein Schalter. Ich hab mir die Sicherung geschnappt, die kaputte, bin hier zur Tunnelpassage gegangen, hab mit Doc geredet und die Stromumkehrer zusammengebastelt. Mehr habe ich bis jetzt eigentlich nicht gemacht. Ich muss irgendwie den Tunnel zum Leuchten bekommen. Ich glaube, ich schnapp mir erstmal wieder die Glühbirne. Wenn ich die da nochmal rausbekomme. Das ist eigentlich schon eine gute Idee, die da reinzustecken. Aber wir brauchen noch Strom. Es liegt an der Dunkelheit. Licht. Ja, klar, da steht die Superglühbirne von meinem Bike in die Signallampe. Ja, die Superglühbirne. Ohne Glühbirne. Sie haben beide die gleiche Fassung, aber rote Lampen eignen sich bestenfalls als... Und wo ich hingehe, brauche ich...
Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Das hatte ich ja schon mal versucht, ne? Schade. Ja, an die Signallampe. Das habe ich jetzt gemacht. Was steht denn da weiter? Eine Warnlampe? An meinem Minebike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ach so. Ein Turbobeschleuniger oder eine Sprungfunktion. Ja, dann bau dir doch mal zusätzlich noch einen. Den hatten wir schon. Wenn ich eine... Doc sagte, gibt es für Tüftler keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Also gehen wir zurück zum Viadukt, setzen dort die Superglühbirne vom Minebike in die Signallampe ein. Ja, das habe ich ja gemacht. Also ich habe die Glühbirne hier genommen und habe die in die Signallampe eingesetzt. Aber wie kriege ich da Strom drauf? Mehr steht da nicht. Irgendwas vorher vergessen. Aber hier kann ich ja alles nicht mehr machen. Ich habe doch nirgendwo was übersehen. Dafür brauchst du den Schlüssel vom Skelett. Ja, richtig. Wie kriege ich... Wie komme ich an den Schlüssel? Wie komme ich an den Schlüssel? Mit dem Skelettbein war eine gute Idee, aber es funktioniert leider nicht. Ugh, zu hoch, oh, aber der egal. Muss runter. Über Kopf zu arbeiten ist eh... Runter... Das ist doch schon Schnack. Nogger. Oh Gott. Diese Rätsel. Echt ein Jammer, dass das Skelettbein hier nicht passt, ne? Der tote Schaffner wird zum Weichen. Nein, das wollte ich nicht. Das ist so dumm. Da steht nur das. Ich glaube, ich bin zu dumm. Ich glaube, ich bin das Einzige, was hier zu dumm ist. Hängen den Spiegel um den Hals des Skeletts. Durch den Schlüssel abnehmen. Such den Lappen. Ja, ein Lappen, aber... Ja. Vielleicht am Kran? Ist hier irgendwo am Kran ein Lappen? Dann nirgendwo ein Lappen. Aber wie steht da nicht? Okay. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, aber wenn man vorhat zu bremsen. Was sollen wir denn da hinlegen? Also, auf jeden Fall sollten wir den... Spiegel um das Hals des Skeletts. Vorher müssen wir ihm natürlich den Schlüssel abnehmen. Okay. Kannst du mal in einer anderen Quelle gucken? Ob da irgendwie du herausfindest, wie ich den runden Schlüssel bekomme? Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Ja, und ein Lappen. Ich weiß, aber ich finde hier keinen Lappen. Um den Spiegel zu reinigen, ne? Aber ich finde hier keinen Lappen. Ich meine, außer Rufus, ne? Ist ja auch ein Lappen, aber... Der ist in der Schaltzentrale. Ja, wie komme ich denn da oben hin? Ich weiß gar nicht, wie ich da oben hinkomme.
Hier oben geht's ja zur Schaltzentrale, aber ich weiß gar nicht, wie ich da oben hinkomme. Aber ich habe gerade mal was anderes gesehen. Seht ihr das in Buchstaben? EMUUMMEPZF. Da war doch gerade ein Pfeil zur Schaltzentrale. Ja, aber da oben komme ich ja nicht hin. Ich komme ja von hier oben hin. Wenn ich hier... Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später. Ich vermute mal, ich muss irgendwie hier oben lang kommen, dass ich dann hier durch kann oder so. Kannst du da nicht drücken? Nee. Ich geht nicht. Ich spare mir meine Telekinetischen.